Vor langer Zeit sendete Gott den Propheten Samuel aus, um den zukünftigen König der Israeliten zu finden. Samuel, gehe zu Jesses Haus in Bethlehem. Dort wirst du den neuen König über ganz Israel finden. Ich frage mich, wer das ist. Meine Söhne, kommt ins Haus. Ein Gast wünscht euch zu sehen. Hä? Hä? Oh. David, du bleibst da und achtest auf die Schafe. Wir werden hineingehen. Jesse, du sagst, du hast 8 Söhne? Ja, und sie sind so gute junge Männer. Hier kommen sie. Autsch. Au! Welcher könnte es sein? Sicher muss dies Gottes Auserwählter sein. Nein, Samuel. Du denkst zu viel daran, wie er aussieht. Du musst nach innen schauen. Du musst in sein Herz sehen. Moment. Es sind nur 7 hier. Hast du keinen anderen Sohn? Doch. Aber er ist der Jüngste und Kleinste. Siehst du ihn? Dort. Er hütet die Schafe. Er? Nein, er kann es nicht sein. Oder doch? Hab Dank, ich werde nun gehen. Du musst in sein Herz blicken. Wie heißt du, mein Sohn? David. Gott hat mir gesagt, dass du eines Tages der König Israels sein wirst. Gott ist mein Freund. Er hilft mir, die Schafe zu hüten. Ja, und eines Tages wirst du uns alle retten. Auf Wiedersehen, David. Auf Wiedersehen. Gott segne dich. Davids 3 ältere Brüder wurden fortgerufen. David, komm zu mir und bete mit mir, da ich die Männer der Familie für den Kampf segne. Um für das Volk Israels zu kämpfen. Eliab, Abinadab, Schammah, möge der Herr euch segnen und behüten und euch sicher aus dem Kampf nach Hause führen. Aber Vater! Was ist, Sohn? Du hast mich nicht gesegnet. Ich will für Israel kämpfen. Sorge dich nicht um uns, Vater. Wir sind alt genug. Und stark genug. Wir können es kaum erwarten, den Feind von Gottes auserwähltem Volk, die Philister, zu bekämpfen. Wir werden siegen und bald zurück sein, David. Hey, so wartet doch! Wartet! Geht nicht ohne mich! Bitte, bitte lass mich gehen, Vater! Ich will auch für das Volk Israels kämpfen! Was ist so lustig? Ich bin vielleicht klein, aber auch mutig. Hey, erinnert ihr euch nicht mehr an den Tag, als ich die gesamte Schafherde gerettet habe? Vor einem großen wilden Löwen. Ich habe ihn mit einem Stein aus meiner Schleuder getroffen und ihn sauber zu Fall gebracht. Wollt ihr sehen, wie gut ich bin? Oh! Nein, David, nicht jetzt.
Zuerst habe ich den Löwen genau auf die Nase getroffen. Bang! Und dann habe ich den Halunken an seinen Schnurrhahn durchgeschüttelt. Und dann habe ich sein Maul aufgerissen und unser kleinstes Lamm gerettet. Und dann... Ich habe keine Angst vor den Philistern. Oh! Uff! Also bitte, Vater, lass auch mich in den Kampf ziehen. Wow! Schafe zu hüten ist nicht ganz dasselbe, wie die bösen Philister zu bekämpfen, kleiner David. Bleib zu Hause, kleiner Bruder. Vater braucht deine Hilfe beim Schafehüten. Und er kann auf dich achten. Werd erwachsen, kleines Lamm. Du bist wohl mutig genug für den Kampf, aber trotzdem noch zu klein. Abinadab, Shama, Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen, Vater. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eines Tages werde ich für das Volk von Israel in den Kampf ziehen. Eines Tages. So trafen sich die beiden großen Armeen in einem riesigen Tal zum Kampf. König Saul führte die Armee der Israeliten an. Aber der Feind, die Philister, hatten einen Riesen auf ihrer Seite. Der Riese marschierte durch das Tal auf die Armee der Israeliten zu. Seine Beine waren so groß wie Baumstämme, seine Arme so stark wie Eisen. Und seine Schritte ließen die Erde erzittern. Ich bin Goliath der Riese. Und ihr alle seid nichts als König Sauls kleine Diener. Selbst wenn ihr mich alle gemeinsam bekämpft, könnt ihr mich niemals besiegen! Ihr habt keine Chance! Na gut! Wählt einen Mann, der Mut genug hat, mich zu bekämpfen! Ich nicht! Ich nicht! Ich auch nicht! Nur ein Mann! Wenn er mich schlägt, werden alle meine Männer eure Diener sein. Aber wenn ich ihn schlage, werdet ihr alle auf ewig unsere Diener sein. Nun, wer ist mutig genug, einen Riesen zu bekämpfen? Tretet nur vor! Ich werde auf euch warten! Nichts wie weg hier! Jeden Morgen und Abend, 40 Tage lang, kam Goliath in die Mitte des Tales und erhob sein Kriegsgeschrei. Keiner von uns ist immer mutig genug, gegen einen so großen Riesen zu kämpfen.
oder närrisch genug. Ihr seid nichts als Feiglinge! Er sagt es. Er hat recht. Natürlich hat er recht. Nun, was denken meine Brüder? Sollte ich, Nein. Ja. Nein, denk nicht einmal dran. Ich werde es versuchen. Du darfst dein Leben nicht riskieren. Besser ich. Auch du nicht, Eliab. Das ist es nicht wert. Nicht einmal für König Sauls Tochter. Aber wäre es nicht großartig, zur Belohnung die Hand der Prinzessin dafür den Riesen erschlagen zu haben? Ich wünschte, dies wäre vorbei und wir könnten zu Vater nach Hause gehen. Der König wird einen Plan entwickeln. Ihr werdet sehen. Ich wette, ich schaffe 5 auf einmal. Denk daran, du brauchst keine Angst zu haben. Oh, David, das war ein guter Schuss, Sohn. Hast du das gesehen, Vater? Vielleicht lässt du mich ja jetzt der Armee beitreten und mit König Saul und den Israeliten kämpfen. Nein, Sohn, ich sagte bereits, sie nehmen dich nicht. Du bist zu jung, um Soldat zu sein und musst erst noch mehr Fleisch auf deine Knochen bekommen. Aber Vater, ich bin stark. Und ich kann laufen wie ein Hirsch. Ich sagte nein, David. Tu, worum ich dich bitte und bring deinen Brüdern dieses Essen. Dann eile nach Hause und berichte mir, wie es ihnen geht. Und sei vorsichtig, Sohn. Ich bete, dass du gute Nachrichten bringst. Mich heute bekämpfen! Ist einer von euch mutig genug zum Kampf? Sind alle Israeliten nichts als Feiglinge? Eliab, Abinadab, Shama, was macht ihr denn? Warum lauft ihr denn weg? Du läufst besser auch, wenn du halbwegs gescheit bist. Oh, pass auf, Junge! Aber wer ist das? Es ist Goliath, der Riese. Er ist der Kämpfer der Philister gegen das Volk von Israel. Aber warum schlägt denn niemand zurück? Was soll das heißen? Sieh ihn an! Er ist zu stark! Er ist über 10 Fuß hoch! Wir könnten nicht einmal seinen Speer heben! Aber was ist mit König Saul? König Saul wird demjenigen, der den Riesen besiegt, eine Belohnung geben. Er wird ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Und keiner von euch hat den Mut, es zu versuchen? Nein, keiner von uns will grundlos sterben.